über Jahrzehnte praktisch keine Wahrnehmung. Es hat vereinzelt, ich kann nicht sagen, wie es in der DDR gelaufen ist, aber meines Wissens ist da auch nichts auffällig, also positives gewesen dazu. In der Bundesrepublik hat es vereinzelt, punktuell Prozesse gegeben, zum Beispiel in den 70er Jahren, Landgericht Hamburg gegen Gerhard Maywald. Gerhard Maywald war derjenige, der das Lager Salaspils hat aufbauen lassen, geplant hat und so weiter, der Ideengeber für diese Aktion Dünamünde war, der Hauptselektierer bei Dünamünde. Und er wurde dann vom Landgericht Hamburg mit folgender Begründung verurteilt, wurde nämlich seine Teilnahme an Dünamünde beurteilt. Ob das jetzt nun Beihilfe zum Mord oder Mord gewesen wäre. Und das wurde bestritten von Landgericht. Und zwar deshalb aus zwei Gründen. Einmal zum Mord gehörte Heimtücke. Und man hätte nicht nachweisen können, ob die Häftlinge nicht vielleicht vorher schon davon gewusst hätten, was ihnen blühen würde. Also Heimtücke nicht. Besonders grausam, es hat niemand davon berichtet, dass ihr Tod besonders grausam gewesen wäre. Hat ja keiner überlegt. Und deshalb verurteilt zu 4 Jahren Haft. Das Absetzen der Reststrafe wurde ihm erlassen, weil ihm durch mehr als 10-jährige Untersuchungen schon genügend Unbill widerfahren sei. Das war eher exemplarisch für den juristischen Umgang, dass sogar eben so ein Haupttyp von einem lettischen Kommando Arras dann tatsächlich zu lebenslang Haft verurteilt wurde, war tatsächlich die große, große Ausnahme. Bundespräsident Lau hat heute also im Bundestag von dieser zweiten Schuld gesprochen. Und genau das zeigt darin in krasser Weise. Ab 1990, also viele Jahrzehnte danach, sprang dann aber endlich die Funken der Erinnerung an das Ghetto Riga, an die Deportation über. Die Öffnung des Ostens half sehr dabei und es wurden dann etliche Bürgerinnen und Bürger, Organisationen, Städte in dieser Sache aktiv und dann schließlich tat sich aber auch eben hinsichtlich Bikernecki so einiges. Es gab nämlich ein Kriegsgräberabkommen zwischen der Bundesrepublik und Lettland und nun galten als Kriegsgräber auch ausdrücklich Gräber von Deportierten. Vorher fielen darunter nur eben Soldaten und Zivilopfer, also Bombenopfer und so weiter. Jetzt aber eben auch ausdrücklich Deportierte und damit war dies auch in der Verantwortung des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge, der einen neuen Präsidenten bekam, Karl Wilhelm Lange aus Braunschweig, der hier also eben eine große Offenheit zeigte. Es ist vorher schon genannt worden, die Gründung des Riga-Komitees beim Bundespräsidenten mit den 13 Städten und dann schließlich genau 60 Jahre nach dem Riga-Blutsonntag Einweihung der Gedenkstätte Bikernecki. Und Sie haben ja draußen dann vor allem auch Bilder von dieser Gedenkstätte sehen können. Es sind also 5000 Steine ukrainischer Granit, klein, mittelgroß, und der lettische Architekt, der schon länger einen Plan dafür hatte, hat sich das also nämlich folgendermaßen gedacht. Die Absicht der Nazis war erstens die physische Vernichtung der jüdischen Menschen und zweitens die Vernichtung jeder Erinnerung an sie. Und mit dieser Art der Gedenkstätte, diesen kleinen, mittleren, großen Steinen, sehr dicht gedrängt, hat man den Eindruck, da stehen Familien zusammen. Jeder Stein ist anders als der nächste, das heißt zumindest indirekt ist den dort ermordeten, verscharrten, verbrannten, verstreuten wieder etwas Individualität zurückgegeben. Also, wie ich finde, eine sehr, sehr eindrucksvolle Gedenkstätte. Inzwischen
gehören zu dem Liga-Komitee mehr als 50 Städte, ungefähr 30 aus Nordrhein-Westfalen. Und dabei ist eben wichtig, dass diese Städte nicht nur etwas Geld dazu beigetragen haben, dass es eben die entsprechenden Städte eben auch mal dort also ihre Plakette als Erinnerungsstein sozusagen haben, sondern dass es auch darum geht, bei diesem Riga-Komitee ein, wie es heißt, lebendiges Band der Erinnerung zu fördern. Und dazu gehört also eben das, was Sie jetzt ganz konkret also eben im letzten Herbst dort gemacht haben, mit Ihrer Fahrt oder mit den Workshops, mit den Workcamps, die jedes Jahr stattfinden. Und ich habe dann auch im Jahre 2012 mal einen ganzen Tag Jugendliche aus Deutschland, aus Lettland, aus Österreich begleiten können, die da gearbeitet haben und die da also wirklich, konnte ich dann auch interviewen, wirklich sehr, sehr bewegend dazu Stellung genommen haben. Und so entstanden tatsächlich im Laufe der Jahre verschiedene Brücken der Erinnerung. Brücken der Erinnerung, das ist von entscheidender Bedeutung über die Generationen hinaus. Das ist nicht nur so eine Generation wie meine Generation, deren Aussichten ja sozusagen noch begrenzt sind, dass die nur daran denken, sondern eben, dass es an die Enkel inzwischen so geht, an die Enkel und Urenkel, dass von denen dieser Stab weitergenommen wird, also Brücken der Erinnerung in diese Richtung und dann Brücken der Erinnerung über die Nationengrenzen hinweg. Aber da haben gerade die Schülerinnen und Schüler ja darauf hingewiesen, dass das auf lettischer Seite ein schwieriges Kapitel ist, also um da überhaupt mal zu einer europäischen Erinnerung zu kommen. Das wird noch einiges dauern. Aber es blieb also in diesem ganzen Prozess nicht bei der Erinnerung stehen.